Nationalfeiertag in Monaco und das ohne Charlene und neuer Streit im britischen Königshaus. Prinz Harry und Meghan sorgen da natürlich wieder für mächtig Gesprächsstoff. Wie sollte es anders sein? Das sind unsere beiden Themen heute bei Palastgeflüster, eurem Format für all das, was gerade bei den Royals passiert. Wer wäre da eine bessere Gesprächspartnerin als Charlotte Brutscher, unsere Royals-Expertin von bunte.de? Charlotte, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir haben zwei spannende Themen, ich habe es gerade schon angedeutet. Schauen wir zuerst mal nach Monaco. Da war Nationalfeiertag, aber eine wichtige Person hat dies ja gefehlt. Genau, Fürstin Charlène war nicht dabei. Aus gesundheitlichen Gründen hat sie diesmal leider gefehlt. Und Charlène war ja in der Vergangenheit auch immer wieder in der Presse. Das ganze letzte halbe Jahr gab es immer wieder Nachrichten. Sie war in Südafrika tatsächlich. Warum war sie dort und nicht am Hof? Genau, auch das hat mit ihrem Zustand, ihrem Gesundheitszustand zu tun. Sie war die letzten Monate in Südafrika quasi gestrandet. Im Mai ist sie dorthin in offizieller Mission, hat sich dort aber eine Nasennebenhöhleninfektion zugezogen. Ihr ging es daraufhin immer schlechter und sie musste sich einer Operation unterziehen, später dann noch einer zweiten Operation. Und deswegen konnte sie nicht fliegen, sie konnte nicht nach Hause. Und so vergingen die Monate und jetzt Anfang November kam sie wieder. Da war natürlich große Freude im Palast. Albert und die Zwillinge haben sie da begrüßt im Innenhof. Allerdings, man hatte die Hoffnung, dass sie dann beim Nationalfeiertag dabei ist. Aber sie hat dann im offiziellen Statement bekannt gegeben, dass sie sich noch ein bisschen zurückzieht aus der Öffentlichkeit. Albert hat es dann auch bestätigt und so hat sie leider gefehlt. Ja, Charlène war also nicht dabei dieses Jahr beim Nationalfeiertag, aber dafür ein kleiner Mann, der sehr im Fokus stand diesmal, nämlich Jack. 6 Jahre alt ist er, das ist der Sohn der beiden. Der stand schon sehr im Rampenlicht diesmal. Ja, das war wirklich überraschend dieses Jahr. Also die Kleinen sind natürlich immer mit dabei, aber diesmal war wirklich Jack sehr gut positioniert, direkt hinter seinem Vater Albert, in Uniform natürlich hat er getragen. Und er stand dort wirklich stramm im Innenhof vom Palast, als Albert einen Orden verliehen hat. Man muss sagen, Jack ist 6 Jahre alt. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Und da hat man einfach gesehen, okay, hier beginnt schon eine Ausbildung zum künftigen Fürsten. Jacques ist ja der Erbprinz, Platz 1 der Thronfolge. Er wird seinen Vater mal beerben. Und das wurde sehr, sehr deutlich, dass der Palast auch hier schon eine Richtung vorgibt und sagt, der Junge, der muss jetzt schon ausgebildet werden. Da wird quasi die Weichen für die Zukunft gestellt. Und es gab auch immer wieder so kleine Szenen, bei denen hat man gesehen, dass Albert ihn auch korrigiert. Also er hat ihm gezeigt, wie man richtig winkt und dass er sich nicht da am Palastbalkon abstützen soll. Also da sieht man, da läuft schon die Uhr. Und ich meine, mit 6 Jahren ist er schon ein richtiger Vollprofi. Er hat das wirklich gut gemacht. Neben ihm steht ja immer seine Zwillingsschwester. Das sieht man, die genießt ein bisschen eine andere Erziehung. Die ist ein bisschen lockerer, ein bisschen frecher auch. Und die spielt dann mal mit ihrer Tante und zieht sich mal an der Strumpfhose. Die ist da deutlich, ja, ich sag mal, kindlicher, ne? Wie sich ein 6-jähriges Kind normalerweise verhält. Aber Jacques, der hat schon wirklich fürstliche Qualitäten. Und ich meine, der Nationalfeiertag ist ja der einzige Termin fast im Jahr, wo die ganze Familie zusammenkommt. Das heißt, auch Stefanie und Caroline waren mit dabei mit ihren Familien, die ja auch immer sehr, sehr präsent sind, richtig? Auf jeden Fall. Du sagst, es ist der einzige Termin im Jahr, wo alle Grimaldis zusammenkommen. Sonst leben die wenigsten ja wirklich in Monaco von ihnen. Da kommen sie alle zusammen. Es ist immer so ein kleines Stimmungsbarometer. Wie ist gerade die Stimmung am Hof? Wie sind alle so drauf? Und es ist auch immer so ein bisschen Machtdemonstration. Und du hast es gerade angesprochen. Da kommen Prinzessin Stefanie und Prinzessin Caroline, die Schwestern von Albert. Und da Charlène fehlte, haben sie quasi ihren Platz eingenommen und standen mit den Zwillingen hinter Albert. So sind sie auch auf jedem Foto mit drauf. Und vor allen Dingen Caro, es ist ein bisschen die Caroline-Show, weil sie bringt halt ihre Kinder mit, die sehr attraktiv sind, sehr attraktive Partner haben, sehr süße Enkelkinder haben. Die stehen dann immer schön aufgereiht in ihren Designerklamotten. Und ja, das gibt natürlich perfekte Bilder und es zeigt sie auch sehr gerne ihr Glück. Du hast es gerade schon Caroline-Show genannt. Das ist ja schon sehr wertend, obwohl die beiden ja eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle haben im Königshaus, oder? Normalerweise nicht. Da steht natürlich der Fürst im Mittelpunkt mit seiner Familie. Nun fehlt Charlène, die Zwillinge sind noch sehr, sehr klein. Also sind auch Alberts Schwestern wieder gefragt. Und Caroline nimmt diese Rolle auch sehr gern ein. Sie lebt ja auch in Monaco und hat ihren Bruder jetzt auch die letzten Monate viel unterstützt. Sie hat sich auch um die Kinder viel gekümmert, muss man sagen. Sie spielt so ein bisschen Ersatzmutter für die Zwillinge, auch Prinzessin Stefanie. Auch sie reist mit ihrem Bruder wieder um die Welt und ist bei Terminen präsent, nimmt auch ihre Kinder mit. Also man kann schon sagen, Caroline und Stefanie nutzen diese Situation auch wirklich, um ihre Position zu festigen im Fürstentum und zu sagen, hey, wir sind auch noch da.
Das heißt, alles in allem eine riesige Show, zum einen um die beiden, aber eben auch halt um den Prinzen und den kleinen Jacques. Aber diesmal gab es auch noch einen Moment, der sehr in Erinnerung geblieben ist. Dreht sich auch wieder um die Zwillinge, um die Kinder, die jetzt nochmal sehr inszeniert wurden. Genau, es gab am Schluss der ganzen Feierlichkeiten noch einen Moment, da stand Albert mit den Zwillingen am Palastfenster und da haben die Kinder so selbstgebastelte Schilder hochgehalten. Da stand so drauf, wir vermissen dich Mama und wir denken an dich. Das war ganz niedlich und ganz süß und das sind natürlich Bilder, die um die Welt gehen und die zieren die Titelseiten von Magazinen. Eine Wirkung, die der Palast natürlich kennt von solchen Bildern. Deswegen kann man schon sagen, das ist schon sehr gut inszeniert gewesen. Da steckt auch ein bisschen Kalkül dahinter. Sie sind ja doch Vollprofis, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz nett, dass Chalène quasi trotzdem so Teil des Nationalfeiertags sein konnte. Du hast es schon Kalkül genannt, was da passiert ist. Die ganze Inszenierung, die ist ja auch gefühlt noch ein bisschen größer als sonst. Glaubst du, es liegt auch an dem öffentlichen Druck, der da gerade auf dem Fürstentum liegt, gerade im Hinblick auf Chalène? Die letzten Monate waren da sehr, sehr brisant. Es gab viele Schlagzeilen, viele Fragen. Wie geht's ihr? Wo ist sie überhaupt gerade? Was passiert da? Glaubst du deshalb, dass das Fürstenhaus noch mehr tun musste nach außen hin, um zu zeigen, hey, es ist alles gut? Ja, auf jeden Fall. Also der Palast ist ja auch um ein positives Image bemüht. Deswegen sind solche Aktionen wie mit den Kindern wohl überlegt und sollen natürlich eine ganz klare Antwort sein und zeigen, wir stehen zusammen, wir sind eine Familie und hoffen auch für die Zukunft nur das Beste. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass die Familie zum Weihnachtsfest dann wieder gemeinsam im Palast feiern kann, oder? Genau. Und kommen wir von Monaco zum nächsten Königshaus, nämlich es geht nach Großbritannien. Auch da geht es wieder rund. Es gibt eine Menge Streit im britischen Königshaus und das hat einen bestimmten Grund. Genau, anders ist eine Dokumentation vom BBC, die jetzt ausgestrahlt wurde. Und in der geht es um Harry und Meghan und ihre Zeit am britischen Hof und vor allen Dingen, wie sie dort behandelt wurden, beziehungsweise wie schlecht sie dort angeblich behandelt wurden. Im Fokus steht so ein bisschen das königliche Personal, aber auch die Royals selbst, die angeblich gegen Harry und Meghan intrigiert haben. Du hast es eben im Vorgespräch schon als Krieg gegen Meghan bezeichnet vom Personal. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie eng ist denn der Draht vom Personal zur britischen Presse, dass eben solche Informationen überhaupt durchsickern? Das ist eine sehr, sehr enge Verbindung und eine Verbindung, die schon seit Jahrzehnten existiert, muss man sagen. Also die britische Presse und die Journalisten sind sehr, sehr eng mit dem Hof verknüpft. Sie alle haben da ihre Leute, mit denen sie immer viel sprechen. Die Geschichte war jetzt, dass das Personal angeblich Geschichten der Presse gesteckt hat über Meghan. Und natürlich, in diesen Geschichten kam Meghan nicht sonderlich gut weg. Warum hat das Personal das gemacht? Das ist das große Streitthema, denn das Personal sagt, Meghan hat uns schlecht behandelt. Es gibt wirklich ganz konkrete Mobbingvorwürfe, dass Meghan königliches Personal einfach wirklich gemobbt hat, so dass viele auch gekündigt haben. Es ist für uns natürlich schwer zu sagen, was stimmt davon. Was wir wissen ist, als Meghan an den Hof kam, hat sie einen ganzen Stab Mitarbeiter bekommen, der sich um sie gekümmert hat, der ihr auch so ein bisschen diese königliche Welt erklärt hat. Und ja, binnen weniger Monate haben ganz viele dieser Mitarbeiter gekündigt. Und da waren auch Mitarbeiter dabei, die seit Jahrzehnten für die Königin arbeiten. Das war wirklich überraschend, welche Personalien da gegangen sind. Und da kamen halt diese Gerüchte auf, so von denen, okay, irgendwas stimmt hinter den Palastmauern nicht, wenn so viele Menschen kündigen. Muss ja irgendwas passiert sein. Und das wurde quasi noch befeuert, indem das Personal halt Geschichten veröffentlicht hat über Meghan. Du erinnerst dich vielleicht, nach der Hochzeit gab es dann die Geschichte, dass Meghan Kate zum Weinen gebracht hat. Das sind Geschichten, die kommen von den Angestellten, das erzählen die den Reportern. Ob es wahr ist, da steht Aussage gegen Aussage. Wir wissen, Meghan hat das alles verneint, dass das alles nicht stimmt. Sie selbst sagt auch, es ist alles gelogen, sie wurde vom Personal schlecht behandelt. Und der unglaubliche Vorwurf in der Dokumentation ist, dass William, Kate, Charles und Camilla auch davon wussten, dass ihr eigenes Personal gegen Harry und Meghan intrigiert. Das Problem bei dieser Dokumentation ist jetzt, nur Meghans Vertraute kamen dort zu Wort, also ihr Bekannter, dann ihre Anwältin und so weiter. Aber niemand vom Palast durfte sich da äußern. Und deswegen ist das Königshaus sehr, sehr sauer, weil sie sagen, dann gibt uns doch wenigstens die Chance, etwas gegen diese Vorwürfe zu sagen oder die zu entkräften. Weil so ist es einfach sehr, sehr einseitig und nur Meghans Wort steht quasi im Raum. Ich meine, das ist ja schon wirklich sehr, sehr einseitig. Was glaubst du, warum wurde der Palast da gar nicht gefragt?
Der Palast würde das Ganze natürlich verneinen und sagen, das stimmt nicht, unser Personal arbeitet nicht so, die Royals arbeiten nicht so, die intrigieren da nicht gegeneinander. Was soll der Palast auch sonst sagen, logischerweise? Die Royals haben sich in der Vergangenheit schon geäußert. Du erinnerst dich an das Oprah-Interview von Meghan und Harry, da hat ja Meghan auch ganz schön geschossen gegen die Royal Family. Und da haben die Royals schon gesagt, das stimmt nicht, was sie da behauptet. Wir gehen dagegen vor. Wir machen aber auch, oder wir leiten Untersuchungen ein intern, ob da an diesen Geschichten was dran ist. Letztendlich wird das aber alles der Grund gewesen sein, warum die Dokumentation sich nicht an das Königshaus direkt gewandt hat, weil natürlich dann diese ganze Geschichte keinen Halt gefunden hätte. Also der Palast wurde nicht gefragt, aber du hast es eben schon angedeutet, Meghan hat sich quasi geäußert in der Doku über ihre Anwältin. Was hat sie gesagt zu den Vorwürfen? Die Anwältin sagt ganz klar, es stimmt nicht. Meghan hat das Personal nicht schlecht behandelt. Mobbingvorwürfe sind völlig unbegründet. Das würde sie niemals tun, da Meghan ja auch in ihrer Kindheit und ihrer Jugend selbst Opfer von Mobbing geworden ist. Und damit steht Aussage gegen Aussage. Was am Ende stimmt, das ist schwer. Es ist wahrscheinlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Denn man muss sagen, das Personal am königlichen Hof, das war schon immer so ein bisschen die undichte Stelle. Und wenn das Personal einen Royal nicht mochte, dann ist es schon immer an die Presse gegangen. So, und deswegen, also als Royal hat man es da auch wirklich nicht einfach, dass die Menschen, die einem sehr nahe kommen, auch wirklich mal schnell zum Feind werden können. Und so wie du es erzählst, da sieht man ja ganz klare Parallelen eben auch zu Diana und Charles. Da war es ja eine ähnliche Konstellation auch vom Personal, was dagegen vor allem gegen Diana geschossen hat und Geschichten an die Presse gegeben hat. Damals ist es für beide Seiten nicht gut ausgegangen, aber die Grundparallele ist schon eine gleiche, richtig? Auf jeden Fall. Und du sagst es vor allen Dingen, Diana ist in diesem Scheidungskrieg, in diesem Trennungskrieg ja wirklich das Opfer gewesen. Ihr Personal hat wirklich intrigiert gegen sie, ist an die Presse, hat da wirklich hochsensible Informationen mit der Öffentlichkeit geteilt. Und ja, du sagst, am Ende gibt es aber keinen Gewinner. Also weder Diana noch Charles sind da als Gewinner aus diesem Krieg, der da getobt hat, hervorgegangen. Und das ist natürlich etwas, wovon die Royals gelernt haben. Oder zumindest versuchen zu lernen. Das sehen wir schön bei William. Der hält sich ja sehr zurück. Also ihm wird es ja im Traum nicht einfallen, irgendwie in eine Talkshow zu gehen und sich zu diesen ganzen Vorwürfen zu äußern. Er hat da einfach so ein bisschen ein besseres Gefühl als Meghan und als auch Harry, muss man sagen. Du sagst es gerade, jetzt haben wir viel über Meghan gesprochen, aber auch Harry war natürlich Thema in der Doku. Auch da gab es harsche Kritik. Genau, auch Harry war Thema. Es ging um eine Aktion tatsächlich vor ein paar Jahren. Da müssen wir ein bisschen zurückblicken, als bekannt wurde oder als es die ersten Gerüchte gab, dass Prinz Harry mit Schauspielerin Meghan Markle zusammen ist, so, dass es seine Freundin ist. Das war am Anfang nur ein Gerücht, dann gab es so erste Paparazzi-Bilder und natürlich hat die Weltpresse darüber berichtet. Das war ein Riesenthema. So, und Harry hat dann nach einiger Zeit ein Statement veröffentlicht, in dem es darum ging, dass er darum bittet, dass seine Freundin in Ruhe gelassen wird. Es wurde ja auch viel negativ über Meghan berichtet, muss man auch sagen. Und er hat sich da geäußert, mit diesem Statement aber auch die Beziehung bestätigt. So, das war natürlich das Riesenthema. Problem bei der Geschichte ist, dass dieses Statement veröffentlicht wurde, als Prinz Charles, sein Vater, gerade auf Staatsbesuch im Oman war. Und die goldene Regel bei den Royals ist, wenn ein Familienmitglied auf Staatsbesuch ist, dann müssen zu Hause alle die Füße stillhalten. Dann lenkt man die Öffentlichkeit nicht auf sich, sondern nur der Royal, der auf Staatsbesuch ist, ist dann im Fokus. Harry hat diese goldene Regel einfach gebrochen, indem er da dieses Statement rausgegeben hat. Und natürlich hat dann niemand mehr über Charles und seine Reise berichtet. Die Harry und Meghan waren natürlich die größere Geschichte. Und das macht man einfach nicht. Und man hat aber dadurch auch gesehen, wie es so hinter den Palastmauern abgeht, wie wenig die Mitarbeiter auch miteinander sprechen. Es hat ja jeder royale Haushalt so seinen eigenen Stab und seine eigene Struktur. Und hat man gesehen, okay, Charles' Haushalt spricht überhaupt nicht mit Harrys Personal. Und die sind da wirklich komplett aneinander vorbeigeschrammt. Und das wurde Harry in dieser Doku sehr negativ ausgelegt. Und jetzt gab es natürlich den ersten Teil dieser Doku, der war ja schon hochbrisant und hat für viel Gesprächsstoff gerade in Großbritannien gesorgt. Es wird aber noch einen zweiten Teil geben, hast du mir eben erzählt. Worum geht's denn da? Da geht es um den Bruch zwischen William und Harry. Die zwei Brüder, wissen wir, reden nicht mehr miteinander oder sehr, sehr wenig zumindest. Da ist ja einiges vorgefallen in den letzten Jahren und darum geht es in diesem zweiten Teil. Der wird nochmal beleuchtet. Allerdings, im Buckingham Palace zittert man schon, weil wenn es so wird wie beim ersten Teil,
dann wird das wieder so eine Harry-Meghan-Geschichte. Also aus ihrer Sicht und sehr pro Harry und gegen William. Und ja, das fürchten die Royals natürlich. Und sie wissen ja auch nicht, wer dort zu Wort kommt, wer dort quasi ein bisschen Einblick geben kann, was hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Also das bleibt auf jeden Fall spannend und wird sicherlich hochexplosiv sein. Also es brodelt kräftig im britischen Königshaus. Werfen wir aber noch mal einen kurzen Blick in die USA zu Meghan. Da war es ja auch lange ruhig um sie, gerade nach der Geburt. Jetzt ist sie wieder ein bisschen präsenter zurück in der Öffentlichkeit, war gerade bei Ellen DeGeneres in der Talkshow zu Gast. Was hat sie da erzählt oder wie hat sie sich gegeben vor allem? Ja, dort hat sie eine ganz neue Seite von sich gezeigt. Da war sie die, ich sag mal, die bodenständige Meghan. Also sie war sehr darauf bedacht, ja, wirklich nahbar zu sein. Sie hat erzählt von ihren Schauspielanfängen, wie sie ein kaputtes Auto hatte und zu Castings gefahren ist. Das hat sie schon sehr, sehr gut gemacht. Das für das amerikanische Publikum ist sowas, solche Geschichten sehr, sehr ansprechend. Sie hat auch so eine versteckte Kamera-Aktion mitgemacht, wo ihr die Moderatorin irgendwelche lustigen Anweisungen da ins Ohr geflüstert hat. Kam unheimlich gut beim amerikanischen Publikum an, beim britischen weniger, muss man dazu sagen. Also sie ist gerade wieder, sie sucht gerade wieder die Kamera, sie sucht wieder das Rampenlicht auf jeden Fall. Sie hat auch viel, was sie mitbringt. Sie ist ja gerade ein bisschen politisch aktiv. Sie setzt sich auch wieder für viele wohltätige Sachen ein. Auch das soll wieder im Fokus. Sie wirbt fleißig für ihr Buch, muss man auch sagen. Meghan hat ein Kinderbuch geschrieben, das sich nicht ganz so gut verkauft wie erhofft. Deswegen wird das auch sehr präsent noch platziert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir sie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten doch öfter sehen werden. Also Meghan schon mal wieder sehr präsent, aber wer noch gar nicht präsent ist in den Medien oder zumindest vom ersten Foto her, ist Lily, die kleine Tochter. Von der haben wir noch kein Bild gesehen und noch nichts gehört. Das stimmt. Die Kleine wird versteckt seit gut einem halben Jahr in dem Riesenpalast, den sie sich da in Kalifornien errichtet haben. Ja, es gibt noch kein offizielles Bild. Wir warten gespannt. Es steht auch noch eine Taufe aus. Wir wissen auch nicht, wann die stattfindet. Ich hoffe mal so ein bisschen auf eine Weihnachtskarte. Vielleicht sehen wir sie da zum ersten Mal. Aber da sind Harry und Meghan auf jeden Fall noch sehr, sehr zurückhaltend. Ja, also Harry, Meghan und Co., vergesst uns auf jeden Fall nicht mit der Weihnachtskarte. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die kleine Lilly und vor allem auch, was sich weiter ergibt in Richtung Taufe. Da wird wahrscheinlich im kommenden Jahr noch so einiges kommen, oder? Auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt heute bei Palastgeflüster und sehen uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge. Charlotte, vielen, vielen Dank an dich und auf bald.